Damen und Herren, liebe Freunde des Schützenbundes, sehr verehrter Herr Landeshauptmann, werte Ehrengäste, Andreas Hofer war Bauer, war Gastwirt, war Viehhändler und Feldherr. Heute würde man sagen, ein Tausendsassa. Aber alles, was er getan hat, hat er mit Überzeugung, mit Freude und Begeisterung getan. Und gerade deshalb bin ich überzeugt, dass dieses Denkmal, vor dem wir heute stehen dürfen, wirklich Andreas Hofer verdient hat. Und wenn wir das Wort Denkmal trennen in Denkmal, dann glaube ich, bedeutet dies, dass wir mal nachdenken sollten, was in den letzten 200 Jahren und vorher passiert ist. Dass Andreas Hofer mit seinen Kameraden damals versucht hat, das Land Tirol zu verteidigen und somit auch unsere Freiheit zu verteidigen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass unsere Generation ganz sicherlich, gleich wie wir jede Kirche und jeden Bauernhof immer wieder sanieren und herrichten müssen, auch dieses Denkmal dementsprechend wieder in Ordnung bringen müssen, um für die nächsten Generationen eben dieses Denkmal aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch den nächsten Generationen diese Geschichte weiterzuerzählen. Denn nur wer die Geschichte kennt, kann natürlich die Gegenwart leichter verstehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Schützenbundes, versuchen wir gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Danke.